Paris im Herbst. Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Ein Satz, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Und ich möchte euch heute ein bisschen aufklären, warum. Denn heute spreche ich über mein absolutes Lieblingsspiel, Baphomets Fluch. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und ich muss zugeben, ich war ein bisschen ideenlos, was Videothemen angeht und dachte mir, warum habe ich eigentlich noch nie über meine Lieblingsspiele gesprochen? Warum bin ich da eigentlich immer so festgefahren in bestimmte Formate? Ich möchte auch einfach mal meine Leidenschaft wirklich zeigen und freien Lauf lassen und deswegen gibt es heute mal einen Versuch eines vielleicht unspektakulären Videos, aber für mich doch ein sehr wichtiges. Und zwar möchte ich euch heute von meiner großen, großen Liebe zu Baphomets Fluch erzählen. Bevor ich aber mal so richtig loslege, noch ein paar kleine Disclaimer. Punkt Nummer 1, ich spoiler, ja, also falls jetzt jemand sagt, ich will das Spiel noch spielen, tut das unbedingt, das ist in meinen Augen ein Meisterwerk, aber ihr hattet jetzt aber auch schon genug Zeit. Punkt Nummer 2, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht gut vorbereitet. Das ist jetzt wirklich meine Erinnerung, das ist jetzt ein bisschen meine Gefühle, ich lasse die jetzt einfach mal raus und erzähle euch, warum Baphomets Fluch für mich so ein unfassbar wichtiger Titel ist. Baphomets Fluch erschien 1996 für den PC und auch für die PlayStation 1. Ihr seht hinten hier die PlayStation 1 Version. Ich habe es aber tatsächlich damals auf dem PC gespielt und wurde entwickelt von Revolution Software, beziehungsweise federführend directed von Charles Cecil. Hat mittlerweile fast 5 Teile und noch so einen Fan-Teil, die ich alle gespielt habe. Baphomets Fluch ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Gaming-Leben, aber der erste hat nochmal einen ganz, ganz besonderen Fußabdruck hinterlassen. Übrigens ein kleiner Fun-Fact, Baphomets Fluch gibt es in 3 Versionen. Es gibt Baphomets Fluch, das ist die deutsche Version, es gibt Broken Sword, das ist die EU-Version und es gibt Circle of Blood, das ist die US-amerikanische Version. Da kann man auch mal ein bisschen durcheinander kommen. Ich war damals 10 Jahre alt, als ich das allererste Mal den deutschen Trailer von Baphomets Fluch auf einer PlayStation 1 Demo-Disc gesehen habe, bei meinem Kumpel. Dort war ich komplett geflasht. Für George Stobbart sollte es ein ruhiger Urlaub in Paris werden. Doch plötzlich findet er sich inmitten einer düsteren Verschwörung wieder. Der Mysterio. Weil ich liebe animierte Comic-Stile. Also das hat mich schon immer fasziniert. Bis heute, finde ich, ist das ein nicht altern werdendes Stilmittel. Und auch jetzt kann man Baphomets Fluch locker noch spielen, weil es einfach diesen wunderschönen, bunten, farbenfrohen, aber ja, sehr charmanten Zeichenstil hat. Und das hat mich damals eigentlich auch schon total mitgenommen. Als ich dann das erste Mal mit meinem eigenen Geld ein Videospiel kaufen durfte, meine Eltern waren da ein bisschen streng, bin ich zu diesen Verkäufern gegangen, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt und habe gesagt, ich möchte gerne ein Spiel spielen oder ein Spiel haben, das so ist wie Full Throttle, Vollgas, wer das nicht kennt, ein LucasArts Adventure, das ich damals zu Hause auch als CD-ROM hatte, mit meinem Bruder zusammen gespielt, fand ich auch super und der führte mich direkt zu Baphomets Fluch und das war sofort erstmal das Cover, natürlich ist ein bisschen gruselig, wenn man das Cover sieht aus der heutigen Sicht mit dieser Frau, die sehr mystisch geschminkt ist und so dich anguckt, das ist schon etwas gruselig. Mein Vater war da auch nicht so ganz mit zufrieden, aber ich habe das Cover, die Packung umgedreht und dann diese Bilder gesehen und das hat mich natürlich sofort daran erinnert, das ist dieses eine Spiel, was ich gesehen habe, das will ich jetzt haben, das ist jetzt gerade so perfekt und somit startete meine Liebe zu Baphomets Fluch. Für mich beginnt eigentlich schon die Faszination hinter diesem Spiel, als man die Installationsdatei gestartet hatte, denn damals war es üblich, dass du auch auf dem PC, so wie heute, ganz klassische Boxen hast, jetzt hier installieren, gibt
dem Pfad ein und fertig. Aber Baphomets Fluch hat sich was anderes einfallen lassen. So begann eine wunderschöne Musik, tolle Klänge im Hintergrund mit einer bezaubernden Stimme, eine weibliche Stimme, die einen durch die Installation begleitet hatte. Und während man das installiert hatte, konnte man sogar dieses Arkanoid-Spiel spielen. Ich kriege jetzt vielleicht kein Videomaterial hin, weil das ist schon sehr alt, aber ihr müsst euch vorstellen, das war schon total flashig, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und das begann schon dort so eine gewisse mysteriöse Note, die schon so ein bisschen Foreshadowing war auf das, was noch folgte. Und ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz, worum geht's da für alle, die es nicht wissen. Es geht um George Stobbart. Das ist ein Amerikaner, der macht Urlaub in Paris, der genießt die Herbsttage dort in einem Straßencafé, als urplötzlich ein verkleideter Clown mit einem Akkordeon reinkommt. Und das ist schon sehr, sehr suspekt. Du denkst dir, hä, was macht der jetzt da? Der rennt ins Café, schnappt sich einen Aktenkoffer von irgendeinem anderen Gast, rennt weg in die Gasse und George weiß gar nicht, was los ist. Und boom! Das ist die Intro-Sequenz von Baphomets Fluch. Ich muss ja schon sagen, dass selbst die Musik mich damals schon auch im Intro total abgeholt hatte, weil das so ein Abenteuer-Feeling ausgelöst hatte. Aber ab dem Zeitpunkt, als die Bombe explodiert und George da völlig verdutzt vor diesem Trümmerhaufen des Cafés steht und sich sagt, ey, das geht so nicht, ab da habe ich gesagt, okay, ihr habt mich. Schon direkt nach dem Intro. Und es beginnt eigentlich schon jetzt eine super spannende Crime-Story mit einem Menschen, der natürlich nicht in Paris wohnt. Also George ist als Typ etwas langweilig gebaut, so glattes blondes Haar, hat so diese langweiligen Klamotten an. Zumindest wirkte es auf mich etwas unscheinbar, aber er war gewitzt. Er war intelligent, smart, er war tollpatschig. Das war auch so seine Schwäche. Auch gerade damals Adventure-Spiele hatten oftmals so Charaktere, die ihn Schwachstellen hatten. Und George war eben so jemand, der tollpatschig war, der war nicht unbedingt immer sehr vorsichtig und er war auch definitiv etwas gehässig. Der hatte da schon manchmal Bock drauf, die Leute, wenn er gemerkt hat, dass er ihnen intellektuell überlegen ist in den Dialogen, sie auch manchmal so richtig zu piesacken und zu verarschen. Aber irgendwie mochte ich das. Also mir hat das immer sehr gut gefallen, gesprochen von Alexander Schottky, der das herausragend geil gemacht hat. Also auch das Voice Acting in Baphomets Fluch ist durch die Bank weg hervorragend. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie mal besser glauben. Auch Nicole Collard, die zweite Hauptfigur, die auch später eine viel größere Rolle in dieser Geschichte von Baphomets Fluch eingenommen hat, die wurde ja gesprochen von, ich habe den Namen jetzt vergessen, den google ich jetzt mal schnell, Franziska Pegula, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, ihr kennt sie als Stimme von Agent Scully aus Akte X und die hatte diese raubeinige, dunkle Stimme, aber das hatte sowas Markantes. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Passte auch sehr, sehr gut zu Nico, die sehr schlagfertig war und sich nicht unterkriegen hat lassen. Es war einfach von der Bank weg sehr professionell und ich war schon hin und weg, weil eben auch natürlich die Grafik und dieses Animierte, wie Paris dargestellt worden ist, diese Seitengasse, wo George aufwacht, im Hintergrund siehst du die Blätter fliegen und alles wirkte so echt und so idyllisch und dann hast du natürlich trotzdem so eine sehr nervenzerreißende, spannende Thriller-Story, die du jetzt nachgehen willst. Und es fängt auch schon so gut an mit dem ersten Kontakt mit den Polizisten. Da gibt es ja diesen Gendarm, der einen sofort einbuchten will oder diesen sehr zwielichtigen Inspekteur, der dann mit euch ins Café geht. Dann diese Kellnerin. Wenn du vorher die Kellnerin besucht hast und mit ihr gequatscht hast, dann konnte man sogar ihr Alkohol geben, weil sie sagte, oh, ich brauche jetzt irgendwie was zum Trinken. Und du dachtest dir so, ja gut, gebe ich ihr halt mal was zum Trinken. Und später kommt dann die Situation, wo der Gendarm oder der Inspekteur sie fragt, woher haben sie den Alkohol gekriegt und dann zeigt sie auf dich so ein bisschen und das fand ich halt total spannend und dort wurden schon einige Grundpfeiler gelegt für diese gesamte Stimmung. Es war halt immer natürlich dialoglastig, es war aber auch ernst, weil es ging um einen Mord, es ging um einen Attentat, das ist natürlich eine ernste Sache, aber es hatte immer so diese komödiantische Note in den Dialogen. Es gab dort wirklich einige Momente, wo ich schmunzeln konnte, natürlich das, wo ich gerade gesagt habe, mit der Kellnerin oder auch die beiden Ganoven vor diesem Hotel Ubu, wie hießen die, Flap und Guido. Kennst du das Taschentuch hier? Denk mal genau nach. Du musst dich ein bisschen beeilen.
Wo du auch merkst, die sind einfach so strohdumm, das sind einfach irgendwelche Handlanger, aber die brandgefährlich werden konnten. Oder Lady Pyrmont im Hotel Hubu, die alte, starke, selbstbewusste Dame, die dem Hotelier einfach mal über den Mund fährt. Hallo? Sie da drüben? Dina? Fand ich so witzig, so schön geschrieben, und jede Figur in Baphomets Fluch hat bei mir etwas ganz Besonderes ausgelöst. Und das, wie gesagt, es beginnt von der Kellnerin und geht über bis zu jedem einzelnen Punkt, den ich dort getroffen habe. Es gibt, glaube ich, keine einzige Figur, die in meinen Augen blass wirkt, austauschbar oder irgendwie nicht natürlich. Jeder hatte so seine Rolle, jeder hatte so seinen Moment, wirkte, als ob er dort auch weiterhin seine Rolle spielt, auch wenn ich das Spiel ausmache. Und das hat mir immer unfassbar gut gefallen, dass ich mit jedem irgendwie connecten konnte. Keiner war einfach nur so ein ganz langweiliger, austauschbarer NPC. Selbst der Bauarbeiter, der da mit seiner Hacke in diesen Graben reingräbt und dann mit Salah-Eddin 19... Nein, wie hieß das Satz nochmal? Salah-Eddin irgendwas, ich habe das jetzt wirklich vergessen, diese Zeitung dann plötzlich sieht und dann sagt, ey, ich gehe jetzt wetten, das ist jetzt meine Chance und so, und damit kannst du dann erstmals diesen komischen Teeschlüssel bekommen, wo du diesen Gulli aufmachst. Also die Figuren, ey, die haben mich einfach bis heute nicht aus meinem Kopf verlassen. Und was ich wirklich als absolutes Glanzstück des Spiels bezeichnen würde, wären alle Locations. Ich bin der Meinung, in diesem Spiel gibt es keinen Ort, keinen Moment, keine Szene, die ich nervig, langweilig oder unsinnig fand. Und selbst die Orte, wo es außerhalb von Paris kam. Ich bin ja eigentlich so ein Fan von Kammerspielen. Ich mag das, wenn alles so irgendwie an einem Ort passiert. Und als ich das erste Mal dann plötzlich reisen musste und dann musste ich nach Irland, nach Loch Maren. Was interessiert mich das? Ich war da ehrlich gesagt ziemlich voreingenommen. Wusste ich nicht, was mich dort erwartet, denn Loch Maren ist einer meiner absoluten Lieblingsspots in diesem Spiel. Dieser kleine Pub mit diesem Barkeeper, Doyle und O'Brien, diese kantigen Typen, die immer am Saufen sind. Dann natürlich draußen dieser komische kleine Knabe, McGuire, glaube ich, hieß der, der ständig irgendwie so einen Quatsch erzählt hat und meinte, der wäre ein großer Macker. Es war einfach so cool. Dann der Geigenspieler und die Musik dazu. Alles wirkte so idyllisch, klein, natürlich total klischeebeladen, aber es hat mich einfach so unglaublich fasziniert. Und da gibt es auch übrigens eine der Schlüsselszenen bei mir, und zwar gibt es dort ein Rätsel, da habe ich wochenlang gehangen. Und nein, ich rede nicht von dem legendären Ziegenrätsel, das gibt es nämlich auch in Irland. Das ist übrigens ein Rätsel, das bis heute als eines der schwersten gilt, weil man in dem Spiel nie rennen konnte, aber an dieser Stelle plötzlich musstest du doppelklicken, damit George mal wirklich die Beine in die Hand nimmt, und das wusste man halt als Spieler nicht. Nein, es ist die Szene davor, und zwar du bist auf diesen großen Heuballen, auf den du gelangen konntest, und du willst über die Burgmauer, aber die Mauer ist noch etwas zu hoch, und ich habe wochenlang nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe alles ausprobiert, jeden angesprochen, alle Items kombiniert, es ging nichts. Und wisst ihr, wie ich das herausgefunden habe, wie man rüberkommt? Dieser Trailer, von dem ich gesprochen hatte, der auf der PS1 Demo-Disc war, den habe ich mir nochmal angeguckt. Ich bin extra zu meinem Kumpel gelaufen, habe mir diese Szene nochmal angeguckt, und dort habe ich dann gesehen, exakt diese Stelle, wo George Stobbart diesen einen Schritt macht auf irgendein Ding und dann die Mauer überquert. Ich habe Pause gedrückt und ich habe geguckt, was macht der da genau? Es war so schwer, in der richtigen Stelle Pause zu drücken. Und dann habe ich erkannt, da ist irgendwo ein Loch, ein Pixel, den ich übersehen habe, wo dann irgendwie dieses Stück da reingesteckt werden konnte. Und so konnte George über diese Mauer rüber. Ich werde es nie vergessen. Für mich legendär. Und dann Syrien. Syrien mit diesem Kebab-Verkäufer. Il Akel Kalb. Ich werde es nie vergessen, wie dieser kleine Bengel uns verarscht hat und dieser Kebab-Verkäufer uns gejagt hat mit seinem Messer. Dann natürlich Pam und, wie hieß er nochmal, Anderson, diese zwei Amerikaner, die so total die Touristen sind und wo er ständig irgendwie was suchen muss, damit er ihr einen Gefallen tut und so. Aber meine Lieblingsstelle in diesem ganzen Syrien-Aufenthalt ist diese Bar mit diesem Taxifahrer, der einzige war, der auch unsere Sprache gesprochen hat, und dieser Barkeeper, der keine Zunge hatte. Das fand ich einfach so cool. Das war so schmierig, so eklig, aber du wusstest, du bist auf seine Hilfe angewiesen, und dieser ganze Syrien-Aufenthalt auch so toll. Und dann meine, glaube ich, Lieblingslocation neben Irland und Syrien ist tatsächlich Spanien. Diese Villa, dieses Anwesen, wo du hingehst, dieser mürrische Hausmeister, der mit seinem Gartenschlauch diesen Rasen bewässert, und diese alte Dame, die plötzlich diesen
diese Abenteuerlust packt, weil da ein fremder Mann ist, der in ihren späten Jahren, in den späten Tagen ihres Lebens nochmal sowas rauskitzeln kann. Und auch eins meiner schwersten Rätsel, muss ich sagen, dieses Schachrätsel mit diesen Figuren, das habe ich ehrlich gesagt nicht geschafft. Bis heute nicht. Ich habe das bis heute nicht verstanden und habe irgendwelche Kombinationen wild gemacht, bis irgendwann mal es geklappt hat. Aber auch eine super idyllische, farbenfrohe Location, wo ich mich gerne aufgehalten habe und die auch so eine schöne Entwicklung genommen hat, denn am Ende ist ja der Hausmeister ja ein guter Freund von einem, weil er quasi die guten Absichten von George auch erkennt und das wird dann wirklich so ein kleines Happy End innerhalb dieses Spanienaufenthalts. Super tolle Sache. Also gab eigentlich so viele tolle Momente in diesen einzelnen Szenen. Ich werde es ehrlich gesagt nie vergessen. Gerne noch auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt eingehen, der für mich auch sehr prägend war oder ein Element aus Baphomets Fluch 1. Und zwar geht es um den Antagonisten. Ich finde, dieses Spiel hat für mich so einen Grundstein gelegt, wie ich mir einen wunderbar böshaftigen Antagonisten vorstelle, der auch einfach für sich auch eine eigene Show darbietet. Und in anderen Medien, nicht nur unbedingt bei Videospielen, bemerke ich oft, wenn das eben nicht der Fall ist und vergleiche das auch sehr oft mit Khan aus Baphomets Fluch 1 und wie gut er dort funktioniert und wie wichtig dieses Element sein kann, um eine Story oder um eine Geschichte spannend werden zu lassen. Khan ist ein Antagonist in Baphomets Fluch 1, es ist eben der Killer, der sich als Clown verkleidet und hinter ihm versteckt sich ja eine sehr, sehr wichtige und interessante Persönlichkeit. Also er wirkt zwar immer sehr boshaftig, sehr gefährlich. Man hat ja nie die Gelegenheit, mit ihm zu reden, sondern man hört es immer nur von anderen oder liest aus Zeitungsberichten, was für ein Killer das ist, wie skrupellos und brutal er vorgeht. Und daraus entsteht natürlich über viele Spielstunden ein Mysterium, eine Gefahr, die immer lauern kann. Und wir jagen diese Gefahr, also eigentlich super gefährlich. Und es gibt diesen Moment im Hotel Ubu, wo natürlich es fast zu diesem Aufeinandertreffen kommt zwischen George und Khan, aber George kann sich noch verstecken. Aber dort sieht man ihn zum ersten Mal wirklich mit seinem boshaften Blick und seiner, ja, ich habe das Gefühl, der hatte so wirkliche Killeraugen und das war total krass. Aber es gibt diesen einen Magic Moment meines Videospiellebens. Es ist einer meiner Lieblingsmomente überhaupt. Es ist, wenn du Khan das erste Mal in Irland triffst. Dort ist es ja so, dass Fitzgerald aus dem Pub rausrennt. Er wird von einem Ferrari überfahren und mitgenommen. Und Maguire, dieser kleine Knabe, der vom Pub steht, hat den ja irgendwie gesehen oder so. Und man steht da auf dieser Straße und urplötzlich aus heiterem Himmel kommt Khan. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Und man hat viel über den gehört die ganze Zeit und plötzlich steht er vor einem. Und man redet mit ihm, George ist komplett geschockt und weiß erstmal nicht genau, was er machen soll. Und die Stimme allein schon von Khan, dieser Moment ist so unglaublich nervenzerreißend, weil du nicht weißt, bis heute weiß ich nicht, wusste Khan schon zu dem Zeitpunkt, dass George ihn jagt oder war das wirklich nur Zufall, dass er ihn angesprochen hat? Dieser ganze Dialog ist auf so vielen Ebenen herausragend krass geschrieben worden und das hat sich ja natürlich dann immer weiter gespannt mit dem ersten oder mit dem wirklichen gefährlichen Aufeinandertreffen in Syrien, mit dieser Höhle und mit diesem Buzzer, den werde ich auch nie vergessen, oder natürlich dann später auch in diversen anderen Momenten. Und als diese ganze Auflösung kam, wer Khan eigentlich ist mit diesen Assassinen und Tempelritterkult, ne, und er ist ein Assassine, dann wurde man ja irgendwie auch vor dieser Wahrheit konfrontiert, dass Khan irgendwie ja auf derselben Seite ist wie man selber. Also er hatte ein Motiv, eine Motivation. Die Herangehensweise, wie er das gemacht hat, war natürlich nicht cool und das ist auch eigentlich schrecklich, aber der Hintergedanke davon, das ist nachvollziehbar. Also ein Antagonist, der ein Mysterium aufgebaut bekommt, der gefährlich wirkte, der auch gefährlich war, brandgefährlich, aber dann eben nicht nur einfach nur böshaftig gehandelt hat, weil er einfach böse ist, sondern weil er irgendwo einem Motiv folgt. Das ist das für mich das perfekte, die perfekte Schablone von einem Antagonisten in einer Geschichte und das hat Khan komplett für mich ausgefüllt. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich auch ganz interessant finde, denn Tempelritter, Assassinen, da klingelt es bei einigen. Einige würden sagen, ja, Assassin's Creed, ganz klar. Andere würden sagen, ey, da gab es doch den Film
mit Nicolas Cage. Für mich war das schon immer verknüpft mit Baphomets Fluch. Die Tempelritter und die Geschichte dahinter mit dem Papst und der Verbrennung und der Auflösung des Ordens und den Schatz, den sie hinterlassen und sowas. Das alles habe ich komplett gelernt aus Baphomets Fluch. Und wenn du André Loubiot in diesem Museum triffst und er dann auch von dieser, auch er selber total leidenschaftlich ist und von dieser Geschichte erzählt, da saß ich dort als, weiß nicht, 10, 11-Jähriger und war gespannt, weil das so gut übertragen worden ist. Auch die Schriftrolle, die man bekommt im Hotel Ubu, auch das so super gut einfach eingefangen. Die Fragen, die sie haben und die Auflösung, die André dann erzählt und so. Auch André ist ein super Charakter, eigentlich ein richtiger Schleimbolzen, super unangenehmer Typ, der aber auch da wichtig ist, weil er natürlich dann so ein bisschen auch George ein bisschen herauskitzelt, denn er hat schon recht früh gemerkt, dass er mit Nico irgendwie gut auskommt und so. Allein schon, wie er da sitzt immer mit seinem, auf dem Stuhl. Nikos Wohnung allein schon, ey, da werden schon Gefühle wach. Naja, jedenfalls war dieser ganze historische Kontext des ganzen Spiels mit diesen Neo-Tempelrittern, die man dann auch dort in dieser geheimen Höhle gefunden hat, wie sie ihre Treffen halten. Und dann hast du dann gedacht, oh mein Gott, da sind ja Leute da, die ich schon getroffen habe. Den einen Typen, der in Hotel Ubu gewesen ist und der Typ auch noch. Und dann plötzlich hast du gemerkt, da ist eine ganz andere Geschichte im Gange, wo George da einfach reinstolpert. Das war auch ziemlich geil, wo ich jetzt ehrlich gesagt bis heute sage, ja, das Ende ist so auch nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Ich habe wirklich ein bisschen Wissen aus Baphomets Fluch mitgenommen. Vielleicht kennt das ja jemand, wenn du ein Spiel hast, wo du dich richtig für begeistern konntest und das hat einen historischen Kontext, plötzlich nimmst du auch einfach Allgemeinwissen mit oder Geschichtliches mit, das dich einfach auch in der Schule weiterhilft oder so. Fand ich schon immer cool. Leider haben wir nie die Tempelritter durchgenommen Geschichtsunterricht. Und jetzt möchte ich nochmal auf so zwei Kleinigkeiten eingehen. Das ist einmal das Gameplay, beziehungsweise eher die Rätsel. Die Rätsel waren tatsächlich ganz schön knackig. Da gab es einige, die in meinen Augen schon schwierig waren, aber das lag auch vor allen Dingen daran, weil du ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hattest. Du hattest ja ein Inventar, das sich ja nie geleert oder selten geleert hat. Du nahmst die ganzen Gegenstände von dem einen Szenen mit und dann konntest du auch wirklich jedem Charakter jeden Gegenstand zeigen und der hat darauf reagiert. Also wenn du jetzt Guido hier die Clownsnase gezeigt hat, hat er gesagt, wo zum Geier hast du die her? Oder so. Und das fand ich halt immer total geil auf der einen Seite, aber das hat natürlich den Schwierigkeitsgrad etwas angehoben, weil natürlich die Möglichkeiten recht groß waren. Und wenn du mal nicht weiter wusstest, dann musstest du wirklich alles durchklicken. Und das war dann etwas nervig. Ansonsten waren die Rätsel, fand ich, sehr cool, sehr clever, sehr schön gemacht und haben mich nie gestört. Und der zweite Punkt, den ich damals auch mitgenommen habe als Kritik, waren die Dialoge. Denn das Spiel ist schon mehr dialoglastig als andere Adventure-Spiele, also zumindest zu der damaligen Zeit. Heute würde man sagen, ja, auch hier wird viel gesprochen, aber generell würde ich nie behaupten, dass das langweilig ist oder Nonsens ist. Jedem Charakter gibt es so ein gewisses Profil und das allein das war es schon wirklich wert. Vor allen Dingen gut gesprochen von den ganzen Sprechern. Also man kam hier komplett auf seine Kosten, auch wenn es um die Dialoge geht. Ich möchte euch aber natürlich auch nicht ohne Magic Moments davonkommen lassen, die mir wirklich ins Hirn gebrannt sind. Eine Sache ist jetzt vielleicht kein schöner Moment oder so, aber ich weiß noch, dass das mein erster GameStopper war, weil das Spiel, wie gesagt, ich war damals 10 Jahre alt, ich war klein, war natürlich nicht ganz so einfach für mich, das alles so ein bisschen zu verstehen und wahrzunehmen. Hotel Ubu, allein die Musik wird mich immer begleiten von Lady Pyrmont, von der ich gerade gesprochen habe, aber wenn du dann mit dieser Schriftrolle in der Hand, die du jetzt selbst von Khan gestohlen hast, dort jetzt das Hotel verlässt, wirst du von den beiden Ganoven aufgegabelt und kannst sterben. Auch eine Sache, die ist damals in Adventure-Spielen so gut wie nie gab, dass man wirklich auch Game Over gehen konnte. Herauszufinden, wie ich da rauskomme aus dem Hotel mit dieser Schriftrolle, kam ich nicht drauf. Monatelang nicht. Die Lösung, man musste aus dem Fenster steigen und das einfach auf den Boden in die Hintergasse schmeißen, habe ich ewig gebraucht und werde ich wahrscheinlich nie vergessen, wie lange ich daran gesessen habe. Dann das Museum. Die Stelle, wo George sich über Nacht einschließen lässt in diesem großen Sarkophag und dann plötzlich Guido und Flap auftauchen und diesen Dreibein stehlen wollen.
Auch diese Szene finde ich bis heute unfassbar geil. Und es gab auch noch eine Stelle, die ich auch richtig Hammer fand. Und zwar war das im Krankenhaus, wenn man den, ich weiß leider den Namen nicht mehr, den Patienten dort irgendwie Fragen stellen möchte. Und kurz bevor man dann wirklich vor der Tür steht, man hat sich so weit durchgekämpft als Arzt, ja, hörst du dann halt dieses Beatmungsgerät, dass es irgendwie piept oder immer schneller piept und es ist jetzt wirklich gerade sehr, sehr kurz vor knapp ist, bevor irgendjemand hier gerade krepiert, die Tür geht nicht auf, der Wachmann kann nichts machen und so. Und dieser Moment, ey, ich war damals komplett hin und weg in diesem Moment. Ich wusste nicht, was hier passiert und war wirklich so da gesessen und dachte mir, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ach, und bevor ich es vergesse, möchte ich noch mal ein paar Worte zum Director's Cut loswerden. Denn wenn ihr euch irgendwie mal umschaut und den Baphomets Fluchteil kaufen möchtet, dann findet ihr eigentlich nur noch den Director's Cut. Der ist in Ordnung, den könnt ihr euch gerne geben. Er verwischt aber ein bisschen das Gefühl, weil Nico als Figur etwas anders dargestellt wird, weil sie natürlich auch eine gewisse Rolle in diesem Spiel einnimmt. Es gibt einige zusätzliche Szenen, die auch von der Tonabmischung ganz unterschiedlich sind und die auch so ein bisschen dieses Bild hinter diesem ganzen Mysterium etwas anders darstellen, weil Nico gleich zu Beginn des Spiels schon ihren eigenen Fall aufrollt und dort wird dann quasi so diese Szene eingeläutet und erst dann kommt dieser Bombenangriff in diesem Café und George startet in dieses Abenteuer. Ich muss sagen, ich persönlich würde tatsächlich wirklich zum Original raten, aber das sagt natürlich jemand, der dieses Original als erstes gespielt hat und natürlich dieses so sehr liebt. Der Director's Cut ist in Ordnung, aber ja, wenn ihr mich fragt, das Original. Baphomets Fluch hat mich auf so vielen Ebenen begeistert. Es hat mich aber auch auf so vielen Ebenen geprägt. Ich habe sehr, sehr viel aus diesem Spiel mitgenommen, das ich einfach natürlich bis heute auch irgendwie suche. Also eine gut erzählte Geschichte, die sich aber irgendwie auch logisch erklären lässt. Charaktere, die ihre eigenen Rollen spielen, aber nie unnatürlich wirken. Auch die Dialoge nie sinnlos dahergelabert sind oder einfach, weil sie interessant gemacht sind und die du auch immer überspringen kannst, falls du jetzt das nicht möchtest. Einen Gegenspieler, der mehr ist als nur ein Evil Guy, der ein Profil hat, vor dem ich trotzdem Angst habe, dass ich dem begegne und der mit jeder Screen Time die Show einfach komplett stiehlt. Gute deutsche Vertonung, ein zeitloser Grafikstil und eben einige tolle, unerwartbare Twists in der Story. Ihr merkt es, es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich könnte stundenlang über Baphomets Fluch 1 reden und wenn ihr auch das Spiel gespielt habt oder eine Meinung habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mich würde es sehr freuen, davon zu lesen, wie viele Baphomets Fluch Fans haben wie hier. Und wenn ihr Bock habt, ich könnte ja auch nochmal über den zweiten Teil sprechen oder über andere Spiele, die ich zu meinen Lieblingsspielen zähle, weil das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht. Bevor ihr aber geht, möchte ich euch auch nochmal ein weiteres Video von mir empfehlen und zwar geht es dort auch wieder um Point-and-Click-Adventures und warum es sie heutzutage nicht mehr gibt. Das könnt ihr euch angucken, wenn ihr irgendwo mal hinklickt. In dem Sinne, macht's gut, danke für die Aufmerksamkeit, einen schönen Start in die Woche, ciao.